Gibt's doch nicht. Treffe. Sehen wir, wenn das Licht angeht. Gut. Den haben wir schon mal nicht getroffen. Nimm das Schild runter! Oh, danke! Die schießen ja zurück! Schon langsam mal wieder Pfeile, wie ich gerade merke. Glückstreffer. So, warte, hier war noch zum Plündern. Ist er schon aggro? Ist noch nicht aggro. Aber jetzt machen wir den aggro. Genug. Bams. Verderbten-Invasion kommt in Brackwasser. Das interessiert mich nicht. Brot auf der Kiste. Ich will jetzt endlich Brot sammeln hier. Für die Scheißquest. Wie viel Brot brauchst du dann? 5 oder Hefe. Ah, ich hab tatsächlich Hefe gefunden. Es gibt Hefe im Spiel. Ich fass es nicht. Ich kann dir 2 Leibbrot anbieten. Behalte lieber für dich, wenn du Kochens gehen willst oder Kochaufgaben abgeben willst. Weil Hefe und Brot zu finden ist irgendwie, weiß ich nicht, wie ein 6 am Lotto gefühlt. Aber danke dir. Ein Archäologielager gefunden. Nice. Lass die Pistole stecken, bitte, Kuh. Geht doch. Ja, Moment, hinter mir. Ah, aua. Arsch. Du. Stirb. Stirb bitte. Danke. So. Also ich sag's mal so, mir ist schon bewusst, dass ich falsch bin, weil laut Marker bin ich hier absolut falsch. Aber ich dachte, mal gucken. Vielleicht gibt's was Feines. Die Bühne poliert heute? Du sag mal jetzt ruhig, du bärtige Tomate. Musst du auf jeden Fall in die Höhle. Ja, wie gesagt, mir ist schon bewusst, dass ich hier falsch bin, aber ich dachte mir, ich gucke mal, weil ich war hier noch nie. Und nee, ich habe die Birne nicht poliert, Fan hier, sondern ich habe gestern dann mal meinen freien Tag genutzt, um mir mal wieder die Haare zu schneiden. Also zu kürzen. Das habe ich gestern auch gemacht, hey, unter der Dusche. Total easy. Ah nee, ich habe eine Haarschneidemaschine. Neue Klinge draufgezogen und weg damit. Hey, rasieren sollte ich lieber nicht meinen Kopf. Der ist durch diverse Stürze in der Kindheit doch ein bisschen unförmig. Ah. Ich glaube, ich würde mich mehr schneiden, als dass ich Haare abrasiere. Ja, beim ersten Mal. Nee, nicht beim ersten Mal, glaube ich. Ich habe schon manchmal mit der Haarschneidemaschine Probleme. Dass ja nur unter der Delle hängen bleibt. Oh. Ja. Ja, Fenrir, Prost. Ich trinke Apfelwein. Ja, er trinkt wieder deinen Äppler, Fenrir. Kinders, und der schmeckt, zeige ich euch. Da drüben, ja, ich könnte auch einen gebrauchen. Schick mal einen rüber. Ist der schon dunkel? Ja. Schon.
Lässt du deine blöde Pistole stecken, blöde Kuh? Ich tue hier schon meckern, aber hat meine Frau mir vor einer halben Stunde ein Glas Wein hin vor die Nase gestellt. Ich sehe es jetzt erst. Toll. Erst lässt er die Bolognese kalt werden, jetzt lässt er noch den Wein warm werden. Was ist los mit dir, Junge? Was stimmt nicht mit dir? Eier, Zocken und ich und der Plattfuß, das lenkt den Plattfuß so viel ab immer her. Immer schön das Silber abbauen. Meinst du mich? Nee, ich. Achso. Ich glaube, ich habe ja auch Silbervorkommen gefunden in der Höhle, aber ich glaube, ich kann es noch gar nicht abbauen. Ich habe bisher so wenig abgebaut. Bin aber nur ein Lurk, bin gerade erst von der Gartenbaustelle rein. Ja, aber nicht wieder unten Kabel durchtrennen, Großer. Nicht, dass die Server wieder offline gehen, ne? Aha. Komm ich hier runter? Stimmt. Komm ich dann da hoch? Das ist die nächste Frage. Das sieht ja schon mal vielversprechend aus. Aha. Ist es das? Ist es das? Ist es dich? Mal schallen. So, wie lange habt ihr gebraucht? Stunde? Zwei? Ja, 20 Minuten. Okay, na gut, war ungefähr erst meine Zeit, glaube ich. Ja, vor allem ohne Hilfe habe ich es nicht hingekriegt. Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Ich bin an dem Ding verzweifelt, bis irgendwann ein Spieler kam. Oh, und hüpfte da hoch. Und dann guckte ich nach oben. Das ist nicht dein Ernst. Ich dachte mir nur, okay, gehst jetzt erstmal außen rum und dann habe ich auch schon gesehen, hey, warte mal, da oben geht es irgendwie auch noch weiter. Dann habe ich da umgeguckt und dann dachte ich mir, okay, jetzt suchst du mal systematisch noch die Mitte ab und dann beim systematischen Mitte absuchen gesehen, guck mal, einer schaut, da oben ist noch eine Kiste. Das ist sehr dreckig versteckt, muss man echt sagen. Ja. Unten drunter, dann dachte ich, es wäre oben drüber und ja. Ich muss gestehen, ich dachte erst da hinten irgendwo im Schiff oder so, dass ich auf Schiff drauf muss, aber ich habe dann gesehen, okay, der Marker, der ist ganz woanders als ich bin. War zum Kotzen auf gut Deutsch. Trotzschild haut die durch, die alte Mensch. Voll fies. Ne, es ist Eisenerz. Ah, okay. Gut, hab noch Platz im Inventar. Also ich war jetzt mit dem Bogen immer besser. Sehr schön. Muskete soll auch sehr viel Spaß machen für diejenigen, die nicht so mit der Ballistik klarkommen. Da zähle ich unter anderem auch dazu, aber ich bleibe jetzt beim Bogen, weil ich dir schon das Geld habe. Also ich muss gestehen, ich habe den Bogen noch gar nicht ausprobiert. Ich habe die Muskete benutzt und mir gedacht, geil, genau das will ich haben. Du spielst jetzt Muskete? Nee, ich habe immer noch die Zweihand-Axt da. Wenn ich Fernkampf mache, dann habe ich die Muskete dabei. Ah ja, okay. So, die ganzen Hasen und die Truthähne, die kriegen alle die Muskete ab. Da bist du falsch. Du kannst noch am Laufen, der wegrennt, zu erschießen. Ja, gut, dafür habe ich meinen Lebensstab. Entschuldigung fürs Unterbrechen, Entschuldigung. Dadurch, dass ihr ja schon immer sozusagen schon andere Online-Rollenspiele mit solchen Zielzugsystem gespielt hab, treffe ich auch. Also ich treffe auch bei solchen Spielen, aber meistens nur, wenn Fenrir vor mir steht. Ich kriege hier heute gar keinen blöden Spruch von dem gedrückt, ja? Ob er AFK ist? Er hat ja gesagt, dass er ja gerade im Look ist. Gartenarbeit, ja, ist okay. So, und die Truhen hier sind auch schwer zu finden, ey. Nö, jetzt wieder. Irgendwas leckt im Hintergrund. Also, ich hab keinen Seitstein hier abgeleckt. Die Truhen sind eigentlich einfach zu finden.
Mir fehlt nur noch einer und ich renne hier alles im Kreis. Achso. Oben drin, wo es in die Instanz geht. Ja, da war ich schon. Ah ja, okay. Ah, jetzt habe ich noch einen. Sehr gut. Ich finde das witzig, dass ich mich selbst auf der Karte nicht sehen kann. So, dann noch ein paar Kaninchen mitnehmen. Ah, jetzt. Entschuldigung. Sag mal, das Spiel will mich gleich verarschen, oder? Wo bist du denn jetzt latschen hier? Links runter. Du sollst kein Holz abbauen, du sollst die Blüte hier abbauen, Mann. Komm, Schnauze hier. Jetzt keine Zeit für dich. Du musst jetzt hier bitte tot liegen bleiben. Ich muss die Quest abgeben. Danke. Oh, hast du was fallen lassen? Ja, okay, das nehme ich ruhig noch mit. Moin, Cookie. Grüß dich. Schön, dass du auch da bist. Na, wie war dein Tag heute? Hast du heute wieder Sport machen dürfen oder haben sie dich wieder festgekettet? Also, sinnbildlich. Ah, oh, ich laufe sogar den richtigen Weg, ich fasse es nicht. Da vorne ist ja der Sid. Wo läuft denn der Robin? Ach du grünes Heimatland. Ah, ja, ich laufe mal eben zur Siedlung, um eine Schnellreise zu machen zu Jonas. Ja, der Sid hat hier oben gerade Eisen abgebaut. Also brauchst du gar nicht zu gucken. Na toll, ich dachte, das nehme ich jetzt noch mit. Ich wusste genau. Oh, guck mal, ist der doof. Er sieht nicht, dass ich keine roten Marke habe. Oh, ist der doof. Darf ich ihn auslachen? Geht das irgendwie? Emote zeigen. Aha. Geht das mit auslachen? Nee, mit P und dann irgendwas machen. Blödsinn oder sowas. Ich weiß nicht, was der hat noch nicht mal eine Herausforderung ausgesprochen, der Sack, weißt du? Jetzt ist er schon weggerannt. Achso. Es würde mich nicht wundern, wenn es der Typ ist, dem ich damals den Elch weggeschnappt habe. So wie der ausgerastet ist gerade. Der wird sich meinen Namen aufgeschrieben haben. Ah, Cookie konnte heute endlich mal schwimmen gehen. Also ist jetzt vollkommen ausgepowert. Oh, hier ist Eisen. Bist du Eisen? Du bist Eisen. Nimm mich mit. Übrigens in der Höhle, da gab es auch Platin und Gold und was nicht alles. Also ich glaube, in diese Höhle könnte man ruhig noch öfter die Höhle, wo ich gerade war, wegen das Lager finden. Diesen Griff vom Stab finden. Ich fühle einen leichten Deck. Nein. Ich weiß nicht. Von den Sachen, das dauert ein bisschen. Ich hoffe mal, der Server hält. Also ich sag's mal so, wenn es jetzt wieder bloß so ein 3-Minuten-Lag ist, das ist okay. Das ist mittlerweile verkraftbarer als 4 Stunden Wartezeit, um dann nach einer halben Stunde wieder rauszufliegen. Habe ich jetzt für einen Freund gesagt. Meine Ausrede. Mahlzeit, Decker. Wo siehst denn du ihren Decker? Im Chat. Ah. Wir wollen mal ins Spiel kommen hier. Da wird er bestimmt gleich, ne? Oder wird erstmal was essen und dann dazu stoßen? Musstest du heute länger machen, Decker, oder was? Was bloß geschrieben wird ein bisschen später, aber nicht warum? Also. Du brauchst keine Rechtfertigung, aber bin jetzt auch neugierig. So hatte ich das. Doch, er braucht eine Rechtfertigung. Definitiv. Okay. Zack ich jetzt hier. Acht bis 19 Uhr arbeiten. Oh, du Armer. Also ich war von 6 bis um 2 arbeiten. Ich hab einen tollen Job. 8 bis 19 ist schon dezent kacke. Das ist heftig, ja. Um es höflich auszudrücken.
Da muss man ja auch noch lange Pausen dazwischen machen. Sonst dürfen wir das ja eigentlich gar nicht. Ja, und vor allem die Ware probieren. Er ist ja im Getränkelager tätig oder Getränkemarkt tätig. Das muss man ja auch erstmal wieder. Man kann ja nicht so nach dem Probieren dann mit dem Geschmack noch auf der Zunge nach Hause fahren, je nachdem, was man trinkt, ne? Du musst immer einen Schnaps hinterher trinken, dann zum Neutralisieren. Genau. Alkohol ist ja bekanntermaßen alkohollöslich, ne? Alkohol macht Bönne hohl, wenn Bönne hohl, mehr Alkohol. Das ist mein Spruch. Unser Chemielehrer damals hatte gemeint, hast du einen Rotweinfleck auf dem T-Shirt, kannst du mit einem Schnaps auswaschen. Dann kickt er uns an, kickt so in die Runde rein, kommt jetzt nicht auf die Idee, wenn ihr von Rotwein besoffen seid, einen Schnaps zu trinken. Ja, ich kann die Stufe 3 Dinger schleifen. Geiler Scheiß. Okay. Bei mir ist gerade ganz, ganz minimal laggy von der Darstellungsbildrate her. Aber, na okay, nee, Auslastung ist doch wieder ein bisschen nach oben geschossen. Okay, Decker muss nicht fahren, der kann laufen. Ja gut, ist natürlich praktisch. So, jetzt bin ich angekommen und jetzt kann ich mich dementsprechend von hier aus auch porten. Zu dem alten Sack da unten hin, Schnellreise. Jo. Kann ich einen Kristall, den ich in der Waffe habe, mit noch einem anderen Kristall übertrumpfen? Wisst ihr das? Leider nicht. Man kann sie auch nicht rausnehmen, die Kristalle, was ich ein bisschen schade finde. Rausnehmen kannst du nicht, aber du kannst sie ersetzen einfach. Dann ist der alte halt kaputt. Ja, ersetzen. Das wollte ich sagen. Mein Wort, okay, ersetzen, gut, ja. Dachte, du meinst kumulieren, also mehrere Effekte, des, also zwei Edelsteine mit demselben Effekt zusammenschmeißen, damit die Summe der beiden Effekte entsteht. Ja, so habe ich das verstanden. Am Stein jetzt Tisch, da kannst du sie dann quasi kombinieren. Ah, okay. Die nächste Level aufschalten dann. Sag mal, wo hatte ich denn... Ich habe das schon mal ein Spiel gespielt, da konntest du Edelsteine miteinander kombinieren. Und irgendwann hast du halt den Super-Edelstein für dich rauskombiniert und konntest den dann reinsocken in die Waffe. Und konntest aber auch jederzeit wieder rein und rausnehmen. Ich denke auch mal so ein schönes Spiel, aber frag mich mal, welches das war. Welches war's denn? Ich weiß dich. Es nicht mehr. Du hast gesagt, frag mich mal. Ich wollte eigentlich sagen, frag mich nicht, welches das war. Aber jetzt mich trotzdem gefragt, wie ich kenne. Ja. Ja, Decker, dann du läufst, okay, dann lauf mal ins Spiel. Auf. Yalla, yalla. Mein Inventar ist voll. Was mache ich jetzt hier? Also mein Lager. Ich habe schon 1200. Oh Gott, ey. Gut. Ich lasse euch mal kurz die Pausenunterhaltung machen, nachdem ich meinen Stellvertreter hier reingesetzt habe. Hau ich noch mal kurz eine Werbung rein und bin gleich wieder da. Bis gleich. Rauch dir eine an der Shisha. Ist okay. Ich habe jetzt einen Haufen Silberbarren bei mir. 750. 750. Ja. Und ich habe keinen Plan, was ich damit anfangen soll. Verkauf die. Ja, die kriegst du nächstes Mal von so aus. Diesen ja, Schuss. Ich aktuell ist nur Eisen drin, weil Eisen jeder momentan braucht zum Craften. Das ist leider so. Nimm mal diesen scheiß Arcanium-Tisch hochleveln auf Stufe 4. Meine Güte, ne, ey. Ah, mit dem ganzen Schrott hier. Möbel. Ich muss ins Startgebiet bei diesem Turm, wo ich gespawnt bin. Cool. Da war ich ja lang nicht mehr. Ja, das klingt nach diesem Quest für die Instanz. Ne, die habe ich ja abgeschlossen. Ich habe den Schlüssel ja bekommen. Oder hast du eine neue Instanz?
Ich musste auch einmal hingehen irgendwann, ich weiß nicht mehr. Es war ungefähr zeitgleich auf jeden Fall. Okay. Irgendwie Monokel klauen oder abholen oder so. Nee, ich musste da hin mit dem Schwätzen. Ja, gibt's wahrscheinlich die nächste Quest, aber ist egal. So, ich geh mal ein bisschen Holz machen. Ich bin echt überlegen, ob ich mein Lager einfach rausschmeiß, das Zeug, was ich gar nicht brauche. Auf den Boden werfen, oder was? Ja, also ich weiß nicht, wie das hier Pulsar macht, weil so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ist er nur am Craften und Zeug holen. Keine Ahnung, also ich bin Anschlag. 1225 ist voll. Ja, ich bin auch immer recht voll auf jeden Fall. Ich verkaufe halt alles Mögliche, was ich zu viel habe. Ich glaube, ich setze das rein für 14 Tage. Ist das auf die Handelssteuer? Ja. Was ich gern hätte, wäre so normaler. Nur einfach was verkaufen kannst, weißt du? Ja, ein Haus kaufen und dann eine Kiste reichen. Weil vom Alchemie machen zum Beispiel, diese erste Heiltrank, brauche ja kein Mensch. Da habe ich auch 150 Stück. Kannst du jetzt für 1 Cent das Stück, kannst du hier im Auktionshaus kaufen. Dann setze ich die gleich rein. Jetzt kauft da keiner. Dann schmeiße ich es raus, was will ich damit? Auch mit diesen ganzen Verbesserungen. Die brauche ich doch alle noch gar nicht. Die wiegen ja nicht so viel. Das stimmt. Hast du mich jetzt eingeholt? Bist du Level 33, ja? Nein, nein, 32. So. 32 und 2 Balken jetzt. Also, es dauert. Bist du 33 jetzt oder was, nicht? Wie oder? 2 Balken? Mir fehlt nur noch ein halber Balken. Na toll, super. Ja, dafür bist du doch morgen wieder hier und... Ja. Was haben wir morgen? Donnerstag? Donnerstag, Nachmittag, kann ich's nicht? Ach nee, morgen ist Mittwoch. Ach, ja, morgen bin ich da. Also bis zum Ende der Beta habe ich dich überholt, hoffentlich. Ja, das ist hier nach ausgemacht. Aber wie du eben selbst sagtest, das ist ja kein Wettlauf, meine Güte. Muss ich? Ah, ich muss die gar nicht abbauen, die Truthähne, geil. Ist alles nur Spaß. Ja. Ernst beginnt erst nächsten Monat. Noch nicht mal dann. Noch nicht mal dann bei mir. Ich will das Spiel genießen und ja, mal schauen. Eben wieder da. Bebe. Gute. Bebe. Dankeschön. Hau rein, Kogi. Erhol dich schön. Bis morgen vielleicht. Was ich noch ganz gut finden würde, ich habe euer Gespräch mitgehört, während ich mal kurz auf Toilette war. So eine Art Sofortverkaufsoption für einen halben Preis. Oder Sofortkauf für den Durchschnittspreis. Ja, das du kannst nice. Das gerne von mir kaufen. Ich meinte, Marc, dass das als Option noch fehlt. Das hast du nicht gesagt. Also, wo bist du? Ich bin gerade bei Jonas und will das einen Dialog anfangen. Ich mute mal eben hier. Bis gleich. Es ist schon so lange her, dass ich so einen betrachten durfte. Das weckt so viele Erinnerungen. Sogar ein paar sehr angenehme. Bei einem Griff von einem Stab? Ich will's gar nicht wissen. Abschluss. Gut gemacht. Du hast alle Komponenten für deinen Azoth-Stab. Nun benötigst du ein Element, das schwieriger zu erlangen ist. Warum ist er so schwer zu finden? Um wer? Lebendiges Azoth nutzen zu können, habe schon. Brauchst du auch etwas Lebendiges. Habe schon. Es muss ungeheures, ursprüngliches Potenzial besitzen. Du brauchst den lebenden Samen der zornigen Erdkreatur. Na, ah, die Bäuslein wieder abgeschnitten. Wie soll ich bitte an so eine kommen? Es wird nicht einfach. Zornige Erdkreaturen sind seltsam, unberechenbar und sehr zornig. Es gab mal eine Frau, jedenfalls sah sie aus wie eine Frau, die mit den zornigen Erdkreaturen reden konnte. Ich bin schon mal so einer Erdkreatur begegnet. Erinnert euch bitte an den zweiten Stream, glaube ich, als wir in Webermoor unterwegs waren. Als ich zurücklaufen wollte, wo wir festgestellt hatten, okay,
wenn du in der Nähe eines gewissen Rasthauses stirbst, spawnst du halt in der Stadt. Und da wurde ich getötet durch so eine Erdkreatur. Sie hat dir früher schon mal eingegeben? Nein, leider nicht. Unsere Methode war grausamer und sie geht heute nicht mehr. Sollte es die Frau noch geben, findest du sie im Norden in Immerfall. Ich denke, dort solltest du anfangen. Okay. So. Erdkreatur, Gedönse, bla blub. Very viel Spaß. Danke, danke. Mit Level 22 machbar auf Nahkampf? Ja, machbar. Ist auch mit Level 17 machbar. Oh, mit Level 17 machbar. Du musst machbar hinbekommen, einmal zu treffen. Dann ist alles gut. Okay. Wenn ich dann vor Wut schreie, hilft mir dann jemand? Ja. Das ist nett. So, hier soll die Tante wohnen? Ne, das ist Plattfuß. Sorry. Tante Plattfuß. Matt, wie? Ich guck nur auf die Karte. Ich hab nur auf die Karte geguckt und seh was gelb blinken und dann, hier soll die Tante wohnen? Ach nee, das ist Plattfuß. Also, bitte bei Release dich umbenennen in Tante Plattfuß. Na. Ich bleib beim Plattfuß. Herzlich willkommen übrigens auch an die ganzen Lurker, die sich noch gar nicht gemeldet haben. Seid einfach mal so lieb, sagt mal Hallo, weil das gehört sich einfach so. Würde mich zumindest freuen, dann würde ich mich auch wissen, wer da regelmäßig vorbeischaut, um dann entsprechend auch VIP-Titel zu vergeben. So, angekommen. Und jetzt noch einen Kilometer da lang, okay. Den kann ich verkaufen. Die nicht, also zerlegen. Hab ich doch schon, Mensch, Decker, du weißt doch ganz genau, dass ich nur die meine, die sich noch nicht gemeldet haben. Na. So, ach so. Ich sag nichts mehr, was ist da? Hallo. du spitzt doch mit, du Depp. Er hat Depp zu mir. Ja, natürlich. Mein Chef. Das ist gar nicht mein Chef. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Das ist Apple Kommentar. Ja, sowieso. Nein. Das ist zurück. Nein, das ist gut. Ist aber auch im Look. Ja, okay, aber er hat schon Hallo gesagt. Vollkeil kann ich noch nicht. Decker, da du zuschaust. Also ich habe jetzt noch einen Schlüssel für Amrain. Plattfuß hat zwei. Und Robin, wenn er so weitermacht. In 3 Tagen. Ach, leck mich. Ah, schön. Eigentlich müsste ich heute den ganzen Tag Holz fällen, damit ich endlich da auf meine Holzverarbeitung komme, aber ich hätte es ja hier von einem Ende der Welt zum nächsten Ende der Welt, nur weil die sich nicht einigen können, dass die mal vielleicht einfach als Hauptquest in der Nähe wohnen. Aber nee. Ich habe heute ungelogen wirklich ein ganzes Level nur mit Holzschlagen gemacht. Und ich bin jetzt gerade bei 76 Baumfällen. Du kannst sie ewig Baumfällen, wenn du willst. Das ist schon schlimm, ja. Ich glaube, bis Level 40 geht relativ zügig, aber ab dann schleicht es sich wieder, ne? Also mit Holzfällerskill meine ich. Jawohl. Windkreisruf 29. Einer fehlt noch. Was? Wie viel bist du? 39? 29. Keine Angst, ich hole dich nicht so schnell ein. Decker schreibt gerade, wenn ich morgen früher nach Hause komme, hätte, kann ich auch noch einen holen. Was willst du? Einen Schlüssel will er holen. Das hab ich sogar. Achso, okay. Ja, nee, wir haben doch jetzt erstmal 3. Wir brauchen jetzt erstmal ein paar Leute, die mitkommen. Wie weit ist denn der Decker mittlerweile? Ich habe jetzt noch gar nicht in die Kompanie geguckt. Wer ist Decker? Oh. Hast du wieder die falsche Flasche Apple geöffnet? Der war böse. Nein, ich trinke Büchse in der Tat. Du weißt doch, du sollst das Hundefutter nicht trinken, du sollst das Hundefutter dem Hund geben.
Alles klar. Ein bisschen Matsche und benebelt von der Arbeit. Ja, siehst du, ich wusste doch, er musste wieder Wein proben oder sowas. Hinterexen. Ich muss erst hier hin, oder? Keine Ahnung. Na du Wuffi, lässt du mir dein Fell da liegen? Fleisch kannst du mitnehmen. Super, stimmst du das bitte mal? Danke. Trister Wolf. Nebel von der Arbeit. Wie viel hast du getrunken? Oder geraucht oder beides? Das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen. Aber ja. Ich meinte durch die Shisha. So, Respawn-Punkt aktiviert. Ach, moin Ranke. So, kriegt eine Beteiligung, wenn ich dann viel treffe? Ah, ich muss das erstmal treffen. Wie ihren Anfang.